es ist nicht das Gold, was jetzt ist, wissen wir auch. Echte Freundschaft. Edmund, Jack the Bush, die Seher, Chris Steger. Stars gehen hier ein und aus. Die Heimat in Haibach ob der Donau ist nicht nur Restaurant, sondern Konzertlocation. Teammeetings in der Heimat laufen so ab. Am Stammtisch besprechen die Mitarbeiter die kommenden Veranstaltungen. Die Bühne kommt auf die Wiese und Tausende feiern. Auch im heurigen Sommer wieder Heimat Open Airs. Ja, also wir haben eigentlich 2014 begonnen mit unserem ersten Open-Air-Konzert. Da haben wir einen ganz kleinen Versuch gestartet, damals mit den Boxhooker Sisters. Und das ist eigentlich so gut angekommen, dass wir dann das vorgesetzt haben und jedes Jahr immer unsere 2-3 Open-Air-Konzerte im Sommer geplant haben. Am 10. August treten die Nockis auf. Einen Tag später, am 11. August, die Seher. Die Leute, wir wollen trotzdem diesen Heimatgedanken ein bisschen vermitteln. Die Leute kommen rein und fühlen sich daheim. Das fängt an bei der kleinen Runde Geburtstagsfeiern mit 5-6 Leuten bis hin zur Riesenparty, ob es eine Hochzeit ist oder was auch immer. Die Leute schätzen einfach unsere Küche, schätzen die Gastfreundschaft und natürlich das Ambiente. Die Frontfrau der Seher ist in der Heimat schon Stammgast. Sassi kommt am 24. und 25. Februar, aber mit anderer Besetzung, mit ihrer Country-Band. Die Konzerte starten schon früher, ab 3. Februar mit heimischen Künstlern wie etwa Jack the Bush. Da haben wir viele Musiker aus der Region, dass die einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen, dass sie die präsentieren können. Und das sollte wirklich ein schöner, einfach ein gemütlicher Abend werden, wo man schöne Live-Musik ein bisschen dabei hat. Heimat-Sound unplugged. Essen, Musik genießen, den Lieblingskünstlern ganz nahe sein. Das gibt's hier in der Heimat das ganze Jahr.